Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem noch besseren Geldtrick hier bei Gran Turismo Sport. Ich zeige euch, wie ihr mit einem einfachen Trick noch mehr Kohle hier in Gran Turismo Sport gewinnen könnt. Ja, und das Ganze ist easy, total leicht. Ihr geht auf die GT-Liga, da wählt ihr dann bitte die Profiliga aus und in der Profiliga sucht ihr euch hier Premium Sport Lounge aus. Und da wählt ihr einfach Rennen Nummer 1 auf Blumont Bay Speedway. Ja, und dann nehmt ihr hier den Porsche 911 GT3. Ja, dieses Fahrzeug einfach auswählen. Zu den Fahrzeugeinstellungen, liebe Leute, komme ich nach dem Rennen. Ja, und ihr könnt schon erkennen, dass das Rennen ein bisschen zügiger läuft. Ja, das habe ich gemacht, damit das Video nicht so in die Länge gezogen wird. Weil es sind hier 15 Runden. Ja, ich habe hier die doppelte Geschwindigkeit. Ja, dann geht es halt viel, viel schneller. Und ich kann auch in der Zeit alles erklären, was wichtig ist, um hier diesen Trick erfolgreich zu absolvieren. Ja, und zwar ist das Ganze ganz einfach. Den Anfang habe ich euch ja gezeigt. Und denn, wenn ihr im Rennen seid, solltet ihr auf jeden Fall die 15 Runden fehlerfrei fahren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Fehlerfrei bedeutet beim Überholen kein Fahrzeug berühren. Ja, auch nicht in eine Leitplanke reinfahren. Auch nicht auf dem Rasen irgendwo raufkommen. Also komplett unfallfrei. Einfach 15 Runden sauber fahren. Ja, einfach nur halt fehlerfrei. Ja, ganz einfach. Wenn die Gegnerfahrzeuge euch berühren, dann habt ihr den Fehler nicht gemacht, ja, und zählt es trotzdem noch als fehlerfrei. Solltet ihr allerdings in ein Fahrzeug aus Versehen reinfahren oder bei dieser Kurve gerade aus Versehen oben in der Leitplanke reinkommen, weil ihr zu schnell wart, dann zählt das Ganze nicht mehr als fehlerfrei. Ja, und dieses fehlerfrei ist sehr, sehr wichtig, weil ihr bekommt dann einen Fehlerfrei-Bonus. Ja, das Ganze zeige ich euch am Ende von diesen Rennen. Ja, dann seht ihr auch, wie viel Kohle ihr bekommt. Ja, und auf jeden Fall kann ich euch noch erklären, warum ihr so viel Kohle in diesen Rennen gewinnt und warum das ein guter Geldtrick ist. Ja, das erste habe ich euch erklärt, ist der Fehlerfrei-Bonus. Und es gibt noch einen zweiten Bonus. Ja, das ist der Handicap-Bonus. Ja, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Die Gegner habt ihr gesehen am Anfang, wo ich euch gezeigt habe, welches Rennen ihr auswählen sollt. Da seht ihr, dass die Gegner N1000 Fahrzeuge fahren. Ja, und ihr selber mit diesem Porsche habt nur ein N400. Ja, ihr seid also vom Prinzip untermotorisiert. Die Gegnerfahrzeuge sind viel, viel stärker motorisiert. Ja, und dadurch, weil ihr mit einem N400 Fahrzeug unterwegs seid und die Gegner mit einem N1000 Fahrzeug hier unterwegs sind, deshalb bekommt ihr diesen Handicap-Bonus. Ja, und es sind am Ende von den Rennen zweimal bekommt ihr einen Bonus. Einmal Fehlerfrei-Bonus und einmal Handicap-Bonus. Ja, diese beiden Sachen bekommt ihr und dadurch gewinnt ihr richtig, richtig viel Geld für ein sehr, sehr leichtes, wirklich mega einfaches Rennen hier in Gran Turismo Sport. Ja, und das Ganze ist auch absolut fair. Ja, das ist kein Cheat und kein Glitch. Ja, weil oft fragen ja die Leute, gibt es denn noch einen Cheat bei Gran Turismo Sport oder gibt es noch einen Glitch bei Gran Turismo Sport? Ja, die gab es mal, das kann ich jetzt hier auch nochmal erwähnen. Die gab es mal, wie gesagt, aber die wurden halt alle gepatcht. Da kam ein Update hier raus und seitdem funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja, vom Prinzip braucht man das Ganze auch überhaupt gar nicht. Man kann hier auf
vernünftige Art und Weise, auf faire Art und Weise kann man auch richtig gut viel Geld hier verdienen in Gran Turismo Sport. Ja, und ihr seht schon, ich bin mittlerweile hier schon auf den zweiten Platz. Ja, um richtig viel Kohle zu bekommen, sollte man allerdings den ersten Platz erreichen. Ja, das Ganze schaffen wir jetzt hier auf jeden Fall noch. Wir sind ja erst in der 12. Runde. So, da vorne der Ferrari, der war Nummer 1. Jetzt haben wir den überholt und sind jetzt hier auf den ersten Platz in der 13. Runde. Ja, jetzt muss man nur noch den ersten Platz halten, aber das ist kein Problem. Das sollte man auf jeden Fall schaffen. Ganz wichtig ist auch immer versuchen, wenn ein Fahrzeug vor euch ist, dass ihr den Windschatten gut benutzt, dann seid ihr auch noch ein bisschen schneller. Ihr werdet auch merken, dass ihr Fahrzeuge überrundet. Ja, dann könnt ihr immer wieder bei jedem Fahrzeug immer schön den Windschatten benutzen. Und wenn ihr das alles so macht, dann solltet ihr auf jeden Fall ohne Probleme hier in den 15 Runden den ersten Platz erreichen. Ja, liebe Leute, und jetzt sind wir schon in der 15. Runde, also in der letzten Runde. Wir befinden uns auf dem ersten Platz. Wir sind fehlerfrei gefahren. Absolut super Rennen hier bei Gran Turismo Sport. Jetzt fahren wir gleich durch die Ziellinie und dann passt mal auf, wie viel Geld es denn hier zu gewinnen gibt. Ja, das ist eine ordentliche Summe. Jetzt passt mal auf, liebe Leute. 345.000. Ja, und 7.590 Erfahrungspunkte. Da ist Fehlerfrei-Bonus mit dabei, 50%. Und Fahrzeug-Handicap plus 130%. 345.000 in so kurzer Zeit. Na, das ist doch mal eine Ansage hier bei Gran Turismo Sport. Da kann man sich einige Fahrzeuge kaufen, wenn man das öfter fährt, auf jeden Fall die richtig teuren auch. Kommen wir kurz zu den Fahrzeugeinstellungen. So, ihr solltet das Fahrzeug auf N400 tunen. So, da stellt er hier einfach die 90. Da drüben ist egal, was er einstellt. Ja, Traktion ist auch egal. Reifen völlig egal. Ich habe super weiche einfach genommen. Ja, das, die ganzen Einstellungen ist eigentlich völlig egal. Höchstgeschwindigkeit ist wichtig auf jeden Fall. Da würde ich hochstellen auf 310 km/h. Ja, sonst seid ihr zu langsam und könnt es vielleicht dann nicht schaffen. Dann solltet ihr mal vergleichen. Hier 329 kW und da N400. Und dann sollte das alles so funktionieren. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch hier einen Daumen nach oben, liebe Leute. Ja, und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und für weitere solche Geldtricks könnt ihr auch in meiner Playlist reinschauen unter Geldtricks. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport.